So. Und der Adresse dürft ihr nicht sehen. Bin ich eigentlich drauf? Ja, ich glaube schon. Also. Picture. Großes Picture. Wo macht man das denn auf? Messerchen hier. Das ist mein Modellbau-Cutter. Ich darf ja nicht Modelle bauen. Ich studiere ja Architektur. Ich bin echt gespannt, was da drin ist. Ich habe echt keinen Schimmer. Sie hat mir zwar versucht, irgendwelche Hinweise zu geben, aber ich habe es nicht kapiert. Ich glaube, ich bin irgendwie blöd. Ich habe das echt nicht kapiert. Irgendwas mit Gay, auf jeden Fall. Und ich glaube, es ist auch was für euch drin. Irgendwie sind es mehrere Sachen oder so. Und eins auch irgendwas, was man wohl schön verlosen kann oder so. Man läuft die Kamera. Oh, ich muss ja, Entschuldigung, ich muss gucken, ob die Kamera läuft. Ja, läuft. Hallo Quentin. Oh, guck mal, ich habe schon kurze Hosen an. Heiß, ne? Ja. So. Das ist ja echt gut verpackt hier. Ich kann es auch einfach aufreißen. Wäre auch eine Idee, ne? Boah. So geht's auch. Alles nicht so einfach, oder? Wie ihr sagt. So. Ist ja nicht nur gut viel. So. Haha. Rosie Rosie Part 2. Eine Botschaft. Das war nicht dran. So, jetzt mal weiter hier. Alles gleich einfach. Das kann auch sein. Boah. So. Nächste Schicht. Das, da oben. Was ist das für eine Packung? Card Making. Schneidemaschine. Ah, da eine Schneidemaschine. Ich bin gespannt. Ich bin so gespannt. Ja, sorry Leute. Ich wusste nicht, dass es das so ewig lang auspacken. Das war schon gerade etwas langweilig, mir zuzugucken. Außer wenn ich mir gleich den Finger schneide, dann wird's lustig. Ha! So. Aua. So. Was ist denn noch? Oh. Was hast du getan? So, jetzt aber. Ha! Ja. Also, Verpackung. Ich muss jetzt ja ein Unboxing-Video, ne? Packung ist jetzt schon mal sehr gut gewesen. Oh Gott! Gott! Ah, cool! Ja, das Thema hatten wir ja schon. So viele Sachen! Ah! Besser weg. Also. Wie kann man es besser sehen? 429 Code. Da habt ihr schon drüber geredet. Also, 429, wenn ihr das mal in euer Handy eingebt, dann kommt nicht das, was das eigentlich sein soll. Wenn euer Handy auf Englisch eingestellt ist, dann kommt da, was da sein soll.
Nämlich, ne, könnt ihr mal ausprobieren, euer Handy auf Englisch stellen, beziehungsweise, wenn ihr das eintippt, kommt ihr vielleicht drauf. Wir müssen einfach mal gucken, was da noch für Buchstaben sind. Das ist wohl irgendwie ein Geheimwort hier, ein Code für Gay. Yeah, cool. Oh Gott, also, wir haben hier Schweißbänder, ganz viele. Oh mein Gott. Spinnst du? Wieso schickst du uns so viele Sachen? Ah. Okay, jetzt kommt noch was anderes hier. Hier noch ein Schweißbänder. Noch was. Heftig. So, was haben wir hier noch? Ach, das sind Handytaschen. Das ist ja auch geil. Handytaschen. In rosa. Passt man's rein? Ja. Guck mal, jetzt kann ich das immer mit mir rumtragen. Yeah. So. Aber das gibt's nicht mein Handy, nur das ist der. So. Wie cool. Oh, wow, T-Shirts gibt's ja auch noch. Gay. Ach, da steht's drauf. Gay-Code, hier. Ich fürchte, das Tier ist mir ein bisschen zu klein, ansonsten finde ich es cool. Cool. Das ist cool. Meine Güte. Hä? Da steht gar nichts drauf. Noch ein T-Shirt. Ach, da. Hier. Auf dem Ärmel steht es drauf. 429. 429 Code. Ansonsten ein Baseball-Shirt oder so hätten sie doch, oder? Ach, da hätte ich da auch nochmal drauf. Das scheint irgendwie so eine Marke zu sein da. Das neue Erkennungszeichen. Ich mag keine weißen T-Shirts. Ich will schwarze T-Shirts. Das ist mir zu groß. Oh. Oh, Leute. Es gibt viel zu gewinnen für euch, würde ich mal sagen. So, was? Noch welche? Noch ein T-Shirt, auch Größe L. Fand ich jetzt mal nicht aus, da sieht man schon den Coach, ja? Ein rotes T-Shirt. Les Miserables. Ach, von Les Miserables. Les Miserables. Na? Ich hoffe, jetzt könnt ihr sehen. Ich muss da doch ein bisschen ranzoomen. Eine nachträglich auch Größe L, rosa. So, ach, ein schwarzes T-Shirt. Was nehme ich, wenn es mir passt? XL. Das mache ich auch mal auf. Hier, da ist noch ein Zettel drauf. 5 Euro soll das eigentlich kosten. Was spinnst du? Hast du irgendwie das Geschäft überfallen? Warum schenkst du uns sowas? Du verrückst, danke. Ah, da ist es auch hier. Orange. Mal gucken. Ich glaube, das ist mir zu groß. Ich zieh's mal an. Es geht. Coole Sache. So. Oh mein Gott. Ja. Jetzt bin ich baff. Das war's. Karton ist leer.
Also da muss ich mir jetzt ja was Gutes einfallen lassen, was ihr dafür tun müsst, um sowas zu kriegen, ne? Ja, jetzt bin ich gerade etwas erstaunt. Also, Leute, Claudia, wie auch immer, vielen, vielen, vielen Dank. Das ist echt super süß. Das ist echt der Hammer. Das ist, wow, Dankeschön. Top. Also, danke an die Niederlande. Und ja, ich hoffe ja mal, dass das andere Päckchen, was du zuerst abgeschickt hast, auch noch irgendwann ankommt. Aber ich müsste ja eigentlich längst da sein, von daher ahne ich Schreckliches. Ich will irgendjemand unter den Nagel gegessen, die Dinger, ne? Okay, so. Es fällt mir spontan nichts ein. Kein Wettbewerb, nix. Bändchen mag Febebandsch. Ja. Nein, okay. Ihr seht, es gibt auch verpeilter als verpeilt. Wenn ihr sowas haben wollt, dann. Ach, ich muss mir da was überlegen. Okay, das muss ich die ganzen Versandkosten bezahlen an euch. Ist ja Hammer. Das kriegen wir schon hin, das teilen wir uns auch zwischen den Rosis, gell? Vor allem, also erstmal müssen die Nosy Rosies sagen, was wir haben wollen. Die anderen, ne, die sind ja erstmal dran. Aber ich denke mal, von denen werden auf jeden Fall genug überbleiben. Und, was haben wir jetzt, die ersten 5 Kommentare unter dem Video, die kriegen auf jeden Fall so ein Schweißband hier. So, das ist dann schon mal gut. Und dann könnt ihr euch auch noch aussuchen, ob ihr lieber rosa oder schwarz wollt. Also, das heißt jetzt nicht, dass du das nehmen musst, wenn du unter den ersten 5 bist. Also, wenn du unter den ersten 5 bist und du willst, kannst du uns dazu schreiben, dann wirst du übersprungen, ne? Ich möchte ja niemanden zu etwas zwingen. Okay. So, und dann nächste Woche werde ich dann euch mitteilen, wie der Rest unter die Menschen, unter euch Lesben kommt. Okay, also jetzt wirklich bis nächste Woche. Bis dann, die Jen.